Das ist die Geschichte dieses Gullideckels. Nee, dieses Gullideckels, den wir mit einem starken Elektromagneten verbunden haben. Der ist natürlich fernbedienbar, damit wir ihn nach Belieben an- und ausschalten können. Dann braucht es noch einen Koffer mit einer dicken Metallplatte. Und eine wunderbare Dame, der wir alle sofort über die Straße helfen oder auch den Koffer tragen würden. In der Fußgängerzone von Straubing wird Hilfsbereitschaft großgeschrieben, ist ja auch ein Substantiv. Könnten Sie mir helfen? Gerne. Jeder, wirklich jeder, den die nette alte Dame anspricht, ist bereit zu helfen. Können Sie mir dann helfen? Brauchen Sie Hilfe? Ja, das wäre lieb. Eine Ferie dran? Ja, sofort. Ja. Dank unseres Magneten wird eine kleine Hilfeleistung zum Riesenkraftakt. Oh, Mama Mia. Was ist denn das? Was ist denn da vorne? Vorne ist es. Oh, der ist aber schwer. Entschuldigung. Ist gut. Egal welche Technik, ob zerren oder ziehen, das Ding will einfach nicht vom Fleck. Was haben Sie da drin? Keine Bombe. Ist keine Bombe drin. Na, Bomben habe ich doch nicht. Oh mein Gott. Das schafft man nicht. Gut, mit Gewalt klappt es manchmal trotzdem. Ich hab's geschafft. Was krieg ich? Vielleicht. Stopp. Naja, mehr oder weniger. Viel leichter wird es allerdings, wenn Olli den Magnet abschaltet. Bis hierher habe ich geschafft. Boah, das Doping hätte ich auch gern. Also, probieren Sie es noch mal. Olli macht ein bisschen Druck. Der Koffer muss weg! Können wir helfen? Na klar, dafür haben wir euch ins Team geholt. Darf ich mal probieren? Ja, nur wenn es gut geht. Es geht doch. Hä? Also, hä? Darf ich mal probieren? Na, dann muss der Mann, also das ist zu schwer wirklich. Es geht doch, ist doch gar nicht so schwer. Dieses Kräftemessen sorgt bei allen Beteiligten für völlige Ratlosigkeit. Aber wir sind ja keine Unmenschen und lösen auf. Schauen Sie mal, ich zeige Ihnen mal, was ich da drin habe. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!